Okay Leute, willkommen zu heute der wahrscheinlich letzten Folge. Ich habe jetzt, verdammt, was ich zeigen wollte ist, ich habe jetzt Dualin zum Stürmer gemacht. Oder zum Torhüter, kann man ja aussuchen. War Experte und ja, ich habe jetzt gerade auch gegen Kirkwood gespielt. S-Rang bekommen, jetzt muss ich gegen Aphrodites Team. Die sind richtig stark, ich muss noch, glaube ich, ein bisschen leveln, bevor ich gegen die spiele. Aber erstmal, warte, ich habe doch eine Spezialattacke, die auch Praller ist. Ich weiß jetzt, welche Attacke das auch ist. Aufpraller? Ich habe doch Aufpraller, oder? Ja, Aufpraller ist hier, 62. Wer? Zu wem passt der Schuss? Sharp hat nichts mehr. Ich glaube, ich gebe ihn... Ach, scheiße, er hat schon alles hier voll. Oh, er hat Defensivstreich gelernt. Achso, ach, was sage ich da? Er hat das schon längst doch. Der Sprung doppelt tritt. Da gebe ich ihn, glaube ich. Da gebe ich ihn an. Wahrscheinlich. Meinem besten Mann. Axel, Aufpraller. Oder warte, kann der Zwergdrachen lernen? Kann er nicht. Okay. Dann lernst du Aufpraller. Okay, damit haben wir das auch und jetzt werden wir mal Aphrodite. Habe ich total vergessen, dass wir das noch machen müssen. Ich will nicht anwerben, ich will abwerben. Ich muss Aphrodite holen. Aphrodite. So, es ist hier. Sehr gut. Ja. Ich hoffe, Aphrodite ist schon in der ersten Reihe hier. Ist klar, dass er nicht ist. Weitersuchen. Gleiche Suche, ja, weiter. Ich wollte mich da verarschen. Ah, das ist der Typ mit den Aufpraller. Schuss plus? Okay, aber ich will jetzt noch die wichtigen Leute, also die wichtigen Leute in den jeweiligen Teams holen. Hallo Justice. Wo ist jetzt Aphrodite, verdammte Scheiße nochmal? Wollt ihr mich verarschen? Aphrodite habe ich doch davor hier gesehen. Ach, da bist du. Schussgewalt. Wir wollen Aphrodite in unser Team haben. Ja, ich bin mir sicher. Er ist in Tokio. Byron North heißt er in Wirklichkeit. Okay. Ich habe gehört, dass Aphrodite irgendwo am Wasser ist. Ja klar, irgendwo am Wasser. Geilste Beschreibung ever. Mich hier irgendwie komplett verarschen, irgendwo am Wasser. Flussufer oder was? Das würde die einzige mögliche Erklärung für mich sein. Er ist am Wasser. Geile Beschreibung, er ist am Wasser. Heftige Beschreibung. Er ist das hier nicht, oder? Nein. Ich brauche Infos, Mann. Gib mir Infos. Er ist irgendwo am Wasser. Was? Bist du das, Mark? Ich habe gehört, dass Aphrodite irgendwo am Wasser ist. Gib dir am besten, der Stelle. Ach, fuck you, du Mistge. Ja, irgendwo am Wasser. Ganz ehrlich, was ist das für eine Beschreibung? Irgendwo am Wasser. Warte, am Turm vielleicht? Warte, den See da? Okay, anscheinend nicht. Da sind nur drei Leute. Ich habe eine Idee, ich schaue mal nach, anstatt hier ganz rumzulaufen. Okay, ich habe ihn gefunden. Er ist wirklich hier, aber man muss von der Karte raus, wieder rein, ja, bei Frau auch, hahaha, machen, damit man ihn hier holt. Man sieht erst hier drei. Man muss irgendwie 20 Versuche, habe ich auch nachgelesen bei Spieltipps, bis er hier ein Punkt auftaucht. Dann ist Aphrodite da. Meine Fresse, hat es lange gedauert. Jetzt muss ich aber gegen ihn spielen. Aber erstmal meine TP aufladen. Ich hab schon wieder 5000, heftig. Jetzt haben wir Aphrodite da. Hier steht er. So sieht man sich wieder. Ich mag diesen Ort. Er hat eine sehr beruhigende Wirkung auf mich. Was meinst du? Hast du Lust auf ein Fußballspiel? Ja. Ah, das war doch wohl eine verdumme Frage, was? Alles klar, lass uns bitte losgehen. Loslegen. Ich muss jetzt drei Tore vor ihm machen. Ich schieße drei Tore mehr als dein Gegner. Klar, warum nicht? Mache ich doch jeden Tag. Ähm,
Doppelspitze, sag ich mal. Passt auch noch irgendwie perfekt zu den beiden. Der muss jetzt reingehen, weil dann habe ich gar keine TP mehr. Okay, der erste Schuss ist drin. Jetzt muss ich noch drei machen. Weiter so, Raimon! Aphrodite darf den fucking Ball nicht bekommen. Okay, schaffe ich den irgendwie auch. Jetzt halt mal Dimensionstor. Ob der reingeht, ist eine andere Sache. Ich wusste, dass er irgendwas macht. Ach, Gigantenmauer. Riesen-Baby-Action. Wenigstens die Hälfte seiner TP weg. Jetzt kommt der ganze mit Himmelstunde und alles Möglichen. Ach, Kacke. Das war echt dämlich jetzt von mir. Junge. Ach, wieso greift er den Torwart an, Mann? Multiblock. Meine Fresse, hat nicht mehr zu viel Zeit. Grätsch den fucking. Meine Fresse, dauert das richtig lang hier. Egal, wenigstens zeige ich den Multiblock. Multiblocker meine ich. Sieht eigentlich interessant aus. Okay, jetzt wieder Dimensionstor. Überspringen. Wieso nicht geschafft? Oder doch? Mal sehen. Vielleicht schaffe ich das noch irgendwie. Irgendwie werde ich das wohl noch schaffen. Weiter so, Raimon! Ich will nur ein fucking Tor haben. Da muss ich nur ein Elfer-Spiel machen und danach habe ich das eigentlich. Genial. Ich hoffe einfach mal, dass er da jetzt reingeht. Willst du mich verarschen, Mann? Axel, komm her. Ach, geil. Und jetzt dauert die Animation auch wieder so lange, so scheiß lange auch noch. Ich kann das nicht überspringen, ist klar. Ja, ich hab's nicht geschafft. Ja, ich hab den Ball gehalten und das bringt mir jetzt aber nichts. Ah, das regt mich jetzt richtig auf. Ich hoffe, der ist jetzt nicht weg. Ja, ich will noch. Warte, sind meine ganzen TP wieder da? Ich habe eine Idee, ich brauche einen anderen Spieler hier drin, der besser schießen kann. Wo ist mein Sharpie-Lein? Hier ist mein Sharpie-Lein. Dwalinde muss kurz raus. Okay, neues Glück. Boah, meine Nase. Ich zeig das jetzt alles. Mir ist egal, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Ich werde das jetzt alles zeigen. Doppelstern haben wir schon gesehen. Oder Doppelspitze, keine Ahnung. Tsunami-Mauer, ich hoffe, das geht irgendwie durch. Ich hoffe es. Nein, ist klar, dass es nicht durchgeht. Jetzt mich komplett verarschen. Gritsch den fucking Ball weg. Das ist Sturmgrätsche, okay. Ich hoffe, er kommt nicht mit einem. Ganz ehrlich, ich hätte die Animation erst. Dass mich jetzt gerade aufregt, dass die Animation immer so lange dauert. Blitzausbruch.
Okay, der erste ist drin. Jetzt muss ich irgendwie die nächsten reinbekommen, egal wie. Weiter so, Raimund! Okay, gibt's jetzt einen Torwart? Ich wusste es. Freige Sau. Gretchen, ich hoffe, es geht. Weißt du was? Leck mich, du Bastard. Leck mich einfach. Wieso? Himmelsstunde? Okay, keine Himmelsstunde. Blitzausbruch. Vielleicht schaffe ich das ja. Vielleicht aber. Ach, der geht nicht durch. Die Technik soll übermächtig, was ich auch habe. Sturmgrätsche. Hier, flieg mal selbst weg. Adios, Bastard. Ich bin ein dämlicher Vollidiot. Blitzausbruch. Der muss jetzt drin sein, weil der es nicht aufhalten kann. Okay, der ist jetzt drin. Vorwärts, Raimund! Okay, in den nächsten 3 Minuten muss ich das irgendwie hinbekommen. Wartet mal. Okay, weiter geht's. Ich muss es irgendwie schaffen. Warttunnel 2. Überspringen. Jetzt geht der rein. Mit Aufprallauner. Boah, das war 5. Versuch gerade nach dem Safe State. Jetzt ist er drin. Okay, 3. Tor geschafft. Irgendwie. Weiter so, Raimund! Knapp. Richtig knapp. Und was jetzt? Jetzt kommt ein Elferspiel, oder? Du bist so gut, wie ich dich in Erinnerung habe. Mal sehen, was passiert, wenn ich alles gebe. Bereit? Wie alles gebe. Schieße 3 Tore mehr. WTF. Nochmal? Meine TP sind aber nicht voll. Ihr wollt mich doch verarschen. Doch verarschen. Ey, der Hurenbock will mich doch verarschen. Wie hat er jetzt gerade den Ball mir abgeknöpft? Das ist eine richtige Fail-Folge. Aber ich werde die hochladen. Ich zeige euch, wie heftig das hier ist. Obwohl ich so überlevelt bin. Verdammte Scheiße nochmal. Ich hoffe, ich muss nicht alles nochmal machen. Okay, ich hab... What the fuck? Mein Multiblocker hat es aufgehalten? Ja, leckt mich alle fett. Ich hab verkackt. Ich hab Männer verkackt. Richtige Fail-Folge. Richtig. Ja, lauf, meine Schlampe, lauf. Immer Volley und so. Der geht's ja irgendwie rein. Mit Glück. Nein, der muss ja Tsunami-Mauer machen. Fick dich doch einfach ins Knie. Und ich hab den Ball und diese scheiß Animation musste nicht aber nicht sein. Hä? Himmelsstunde? Keine Himmelsstunde, okay. Ich glaube, ich muss leveln, bevor ich wieder gegen den hier spiele. Bastarde.
Dieser Fettsack, wie kann er so gut sein? Das macht gar keinen Sinn. Ja, Himmelshand, meine einzige Option. Und diese Animation dauert auch wieder so lange. Leck mich fett. Ich hab verkackt. Ich werde den Part auch so hochladen. Aber richtig hochladen. Richtig hart. Und ich hab verloren. Oh, was ist los? Ja, hab ich gewissen. Ach, leck mich fett, Mann. Nochmal. Scheiß Zufallskämpfe. Warte, muss ich jetzt alles normal machen, oder? Ich hoffe nicht, aber wir sehen uns im nächsten Part, dann versuche ich den mal irgendwie zu holen. Okay, ein kurzes Video noch hier dazu. Also das füge ich noch zum letzten Part. Man kann ja, ich habe es total vergessen, die Items benutzen, die man die ganze Zeit aufgesammelt hat. So gesagt kann man hier ein bisschen cheaten. Zum Beispiel hier, Janus, habe ich immer mit den Doppelspitze mal ein Tor gemacht. Und man kann immer seine TP wieder aufladen. Und schaut euch mal an, ich habe schon zwei... Es ist schon die zweite Hälfte, keine Sorge. Grätschen. Jetzt gebe ich Janus den Ball. Wenn er doch irgendwie noch bekommt, hoffe ich jetzt mal. Danke. Jetzt hat er den Ball, jetzt mache ich Doppelspitze. Und habe schon gewonnen. Wieso habe ich das nicht davor gemacht? Dann hätte ich das ganze Gefälle einfach rausnehmen können. Aber das geht durch, Gigantenbauer. Komm, es geht durch. Jetzt auf einmal, genau bei der Aufnahme. Blitzausspruch. Ausspruch, ist klar. Ich hoffe, das geht jetzt rein. Okay, ich habe gewonnen. Oh. Wieso will ich doch davor kommen, meine TP aufzuladen? Meine Fresse. Wäre einiges leichter gewesen. Dein Team ist wirklich großartig. Das Potenzial des menschlichen Körpers fasziniert mich jedes Mal. Ich denke, es würde mir gefallen, mit dir und deinem Team zu spreisen. Aphrodite hat sich dir angeschlossen. So, es ist auch fein. Und Level 20? Echt jetzt? Okay. Damit haben wir Aphrodite. Den hole ich rein und wechsle damit. Den soll ich rausnehmen. Talisman. Okay. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es weitergeht mit der Story.